Hallo Leute, schön, dass ihr hier seid zu einem neuen Tutorial. Und zwar geht es hier um, wie könnt ihr LS17 oder jedes andere Spiel unter Anführungszeichen oder LS15 ohne CD spielen und das ganz legal, ohne irgendeinen Crack oder so. Das ist eine legale Weise. Die Voraussetzung ist natürlich, ihr müsst das originale Spiel als CD haben oder DVD und ihr müsst natürlich auch einen gültigen Key haben. Also es geht nicht einfach das Tutorial machen und ihr habt ein kostenloses Spiel. Das funktioniert nicht. So wie ich habe ja das Spiel Original, Key Original. Jetzt kann ich das so machen, dass ich sage, ich möchte nicht immer die CD ins Laufwerk einlegen, wenn ich LS spielen will, sondern er soll es einfach automatisch immer drin haben und starten. Das geht, indem man eine virtuelle CD erstellt, eine Image sozusagen, kann man auch als Sicherheitskopie machen, denn die kann man auch wieder zurückbrennen, falls man es braucht. Ja, wie macht man so eine Kopie? Mit vielen Programmen gibt es, das geht mit Nero, mit allen möglichen Programmen. Ich benutze dafür Demo-Tool, Link zu der Version, die ich verwende, in der Videobeschreibung. Das ist eine 14-tägige kostenlose Version, die man testen kann. Ihr braucht das eigentlich nur ein einziges Mal installieren, die Image machen, dann könnt ihr das Programm wieder deinstallieren und die Sache hat sich erledigt. Ihr braucht keine Kreditkarte, gar nichts eingeben. Ja, herunterladen, dann bekommt ihr natürlich den Download hier. Den führen wir mal aus, sagen ja. Wir wollen natürlich Deutsch weiter. Hier kann man ein bisschen was einstellen, wenn man will. Mir ist es egal, ich deinstalliere es danach wieder, also soll er machen, was er will. Installieren, installiert er. Wenn er bei euch noch fragt nach einer E-Mail-Adresse, das kann durchaus sein, ich hatte es ja schon installiert, deswegen fragt er mich nicht. Dann gebt einfach eine E-Mail-Adresse ein. Es ist egal, ihr braucht die E-Mail einfach nur eingeben und den interessiert das gar nicht. Ihr braucht da nichts bestätigen, gar nichts. E-Mail-Adresse eingeben, fertig, schon lässt er euch weiter installieren. Dann habt ihr das, könnt das Programm starten. So, dann sage ich, 11 Tage habe ich noch, weil ich schon installiert hatte, weil ich ja das LS schon als Image gemacht habe. Sagen wir fortsetzen, weil interessiert uns nicht. Bekommt ihr diesen Screen hier? Kann man mal weg tun. Scheiß Werbung hier. Da müsst ihr dann Folgendes machen. Ihr müsst LS als CD drin haben. Hier. LS habe ich drin. Dann geht hier auf Laufwerk, habt ihr es. Und da sagt ihr nichts anderes als wie Rechtsklick. Und Image erstellen. So, dann sagt er euch wohin. Ich sage mal auf dem Desktop FS17. Wir wollen aber nicht MX-Datei haben, sondern wir wollen Standard-ISO haben. Ja, Standard-ISO auf dem Desktop. Speichern. So, dann Laufwerk eh klar. Ich habe ein langsames Laufwerk mit einer 12-fachen Geschwindigkeit reingebaut, weil ich standardmäßig gar kein Laufwerk habe. Aber egal. Auf dem Desktop, wie gesagt, Punkt ISO, könnt ihr auch hier reinschreiben oder hier auswählen natürlich. Dann schreibt mir Start. Es existiert dabei. Warten, dann machen wir da LS 17 neu. Weil wie gesagt, ich habe es ja schon mal gemacht. Und wir sagen einfach starten. Dann startet das Ganze. Das dauert jetzt natürlich je nach Laufwerksgeschwindigkeit, was ihr eingebaut habt. Wie gesagt, ihr habt ein 12-faches. Das ist extrem schlecht eigentlich. Heutzutage sind wir irgendwo schon bei 50, glaube ich, mittlerweile. Aber ist ja auch egal. Gut, das, wie gesagt, das dauert jetzt mal. Ich werde dabei mal einen kurzen Cut machen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich fertig bin. Das Programm ist nun an 100% angekommen. Das heißt, es ist fertig. Hier steht es auch nochmal, Image-Erstellung wurde erfolgreich abgeschlossen. Danach könnt ihr einfach auf Schließen drücken. Schließen habe ich gesagt. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten. Punkt 1, ihr könnt Demo-Tool drauf lassen und könnt das Spiel einfach drüber starten, indem ihr die Image einbindet. Wollen wir aber nicht. Denn wir haben ja nur 11 Tage übrig. Und danach müssen wir es kaufen. Das wollen wir nicht. Deswegen gibt es ab Windows 8 eine gute Funktion. Man kann die Image direkt in Windows einbinden. Wir brauchen das Programm nicht mehr. Da ich Windows 10 nutze, kann ich es einfach deinstallieren, das Programm, und über Windows 10 oder 8 oder 8.1 das Image direkt einbinden. Bei Windows 7 und so, da müsst ihr noch ein anderes Programm oder Demo-Tool nutzen. Da müsst ihr euch selbst ein bisschen informieren. Ist schon ein bisschen lange her, wo wir das Betriebssystem hatten. Gut, wie gesagt, ich brauche das Betriebssystem nicht mehr. Also das Demo-Tool nicht mehr. Hier ist die Dings, wenn ich jetzt da draufklicken würde, würde es ja einbinden und ich könnte LS starten. Möchte ich aber nicht unbedingt. So, wir gucken jetzt mal. Ja, ich habe LS drin.
Jetzt tue ich LS raus, damit ihr seht, dass es wirklich weg ist. So, CD rausnehmen, brauche ich ja nicht mehr, kann ich in die Hülle packen und auf die Seite stellen, denn ich habe ja schon mein Image. Das heißt, ich brauche die CD vorerst mal nicht mehr, außer ich brauche ein neues Image. Gut, CD ist raus. Danach werden wir Daemon Tool deinstallieren. Hier. Daemon Tool Pro einfach deinstallieren. Brauche ich ja nicht mehr. Weg damit. Ein Programm weniger auf dem PC. Schade nie. Ich sag, ihr könnt das auch mit jedem anderen beliebigen Programm machen, was ihr irgendwie ein Image erstellen könnt. So, jetzt haben wir unser Image. Daemon Tool brauchen wir auch nicht mehr. Können wir löschen. So, wie können wir jetzt die Image einbinden, damit sie funktioniert? Ihr geht einfach auf die Image, macht rechtsklick und sagt bereitstellen. So, ihr habt gesehen, es entsteht ein neues Laufwerk. Laufwerk W, DVD-Laufwerk. Es passiert eigentlich nichts, es wird einfach nur ein DVD-Laufwerk simuliert und diese Image da reingetan. Ihr könnt die Image irgendwo hin tun und immer einbinden. So, und dann haben wir hier LS. Ich könnte mal einfach sagen, Autoran.exe und siehe da, LS kann ganz normal gestartet werden. Ich kann ja mal starten, mal gucken, ob ihr das seht überhaupt. Ja, seht ihr, also, er startet ganz normal. Zack, zack. Natürlich, wenn ihr noch kein Key eingegeben habt, müsst ihr jetzt den Key eingeben. Wenn ihr eingegeben habt, merkt es sich das natürlich. Wie gesagt, ihr könnt jetzt ganz normal ohne LS, ohne CD LS spielen. So war es gemeint. Also ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Tutorial soweit. Ich kann euch ja nochmal kurz zeigen. Ich kann dir nochmal die CD reintun, damit ihr mir wirklich glaubt. So, dann muss ich mal da unten ran und das Laufwerk. So. Na, wo ist das jetzt da? Tun wir das rein. Dann werdet ihr sehen, dass da oben gleich LS erscheinen wird, im physischen Laufwerk. Komm. Wie gesagt, es ist nicht das schnellste Laufwerk, was ich eingebaut habe. So, jetzt haben wir zweimal LS drin. Wenn wir das jetzt auswerfen. Ja, dann kommt die CD wieder raus. Nach einiger Zeit natürlich. So, jetzt kann ich die CD wieder rausnehmen. Ihr könnt natürlich auch diese Image auswerfen. Auswerfen. Zack, dann verschwindet einfach das Laufwerk sozusagen. Ihr müsst das wieder neu einbinden. Es kann sein, wenn ihr einen PC neu startet, dass ihr die Image wieder neu einbinden müsst, bereitstellen. Das kann auch passieren. Und natürlich der Vorteil ist, hier habt ihr enorme Geschwindigkeit, weil ihr direkt von der Festplatte das Spiel startet. Also wenn ihr wirklich ein langsames Laufwerk habt, so wie ich, oder noch ein langsameres, dann macht das natürlich Vorteile, weil ihr einfach schneller das Spiel starten könnt. Gut, das war's soweit. Wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge oder irgendwas, schreibt es mir unten in den Videokommentar. Dann kann ich das beantworten. Und ja, eigentlich gibt es nicht viel dazu zu sagen. Wie gesagt, alles legal. Es ist keine illegale Sache dabei. Ihr braucht Original LS und einen Key, weil sonst funktioniert gar nichts. Ja, macht's gut und hoffe, es gefällt euch. Tschüss, Leute.